Gabriel und Grace hatten heute einen ganz besonderen Schultag. Die beiden haben Landtagspräsidentin Ilse Aigner durch ihre Schule, die Bavarian International School, geführt. Von der Bibliothek und den Klassenzimmern bis zu den Musikräumen. Und auch wenn man es den beiden Fünftklässlern nicht angesehen hat, ein bisschen nervös waren sie dann doch. Sie war ganz nett, ein bisschen Fragen gestellt, aber das hat mich sehr aufgeregt heute Morgen. Also ich aus dem Bett gestiegen bin. Ich war ziemlich okay, weil ich habe das schon mal beim Open Day gemacht. Also wusste ich, wie der Tag heute so läuft. Rund 1200 Schülerinnen und Schüler aus 56 verschiedenen Nationen lernen an den beiden Campusstandorten München-Schwabing und Heimhausen. Auch die 170 Lehrkräfte kommen aus der ganzen Welt. Die Unterrichtssprache? Englisch. Wir haben hier sehr, sehr viele internationale Firmen, die darauf angewiesen sind, dass ihre Kinder auch hier gut in der Schule unterkommen, sozusagen auch beschult werden, aber perfekt ausgebildet werden. Und das ist, glaube ich, ein Standortkriterium ganz wesentlich. Die großen internationalen Firmen, die kriegen ja nur ihre Mitarbeiter hierher, wenn ihre Kinder dann auch weiter beschult werden können. Also wir haben es öfters erlebt, dass die erst den Schulvertrag unterschreiben und dann erst den Arbeitsvertrag. Der Förderverein Friends of BIS will durch zusätzliche finanzielle Mittel die Ausbildung der Schülerinnen und Schüler verbessern. Drei wichtige Ziele sollen umgesetzt werden. Wir müssen draußen in Heimhausen ein neues Gebäude bauen. Dann wollen wir auch die Schule ermöglichen für Leute, die sonst finanziell das nicht ermöglichen können, also Stipendien und so. Und dann weiterhin fördern, dass die Qualität der Unterricht so bleibt, wie es ist und noch besser wird. Als offizielle Schirmherrin des Fördervereins hat Ilse Aigner, Gabriel und Grace und ihren Mitschülern aus dem Buch »In Jerusalem war alles anders« vorgelesen. Und sowohl die Landtagspräsidentin als auch die Schüler wollten gar nicht mehr aufhören. Doch nach vier Kapiteln war diese ganz besondere Unterrichtsstunde dann doch für alle zu Ende.